Und ich spiele jetzt eine Mentalistin. Ja, das ist jetzt erstmal meine Figur hier. Erstmal nichts an. Hier seht ihr das hier unten. Ja, das ist so das Menü. Die Werte, die Stärken. Ja, also nichts an im Moment. Dann hat sie hier verschiedene Pfade. Ja, Mana-Magie, Lichtmagie und Mentalismus. Und daraus wird dann irgendwann ein Mentalist oder ein Beschwörer und andere Klassen. Aber sie als Frau kann auch eine Banshee werden. Eine Banshee ist so ein Geisterzauberer. Ja? Die wird dann selber zum Geist, wie so, wie ihr das so kennt aus irgendwelchen Filmen. So Banshees sind halt so Geister in Mooren, die dann so rumschreien und so. Und so wird die dann. Ja? Das ist dann eine Klasse, die nur sie werden kann. Der Mentalist als weibliche Version. So, und darum spiele ich die jetzt, weil ich noch keine Banshee habe. Genau. Und genau, deshalb könnt ihr jetzt mal sehen, das hier ist das neue Tutorial. So sieht das aus. Ja, hier oben seht ihr La Monster Sound. Hier gibt es drei, hier gibt es so zwei kleine Areas. Das ist extra die Tutorial-Area geworden. Es gibt jetzt, Hibernia kommen wir gleich hin. Und hier kriegt man jetzt erstmal so ein bisschen die Anleitung, wie das Spiel funktioniert. Ja, ihr könnt auch immer über das Gebiet nachlesen. Ja, so ein kleines Dörfchen mit einer Burg am Ende. Ihr seht mich da. Ja, dieser kleine rosa Punkt, der bin ich. Die gelben Punkte sind Quests, die ihr da seht. Und man muss alles einstellen. Ja, also es ist nichts von selber gegeben. Ja, Journal. Ja, wenn ihr das öfters mal öffnen wollt, dann könnt ihr mit... ja, wie war der Knopf jetzt nochmal? Also mit Shift und Maustaste kann man zum Beispiel das OIF hier verändern. Und jetzt weiß ich schon nicht mehr, wie das größer geht. Man kann das nämlich auch vergrößern hier, diesen Kompass. Aber passt erstmal. Genau. Und man muss hier alles anpassen. Ne? Also von der Schriftart her und alles Mögliche. Das ist also alles nicht mehr so wie heutzutage. Alles in ein paar kleinen Optionen. Und man kriegt alles automatisch hier unten reingefügt oder so, die Zauber. Nein, ihr müsst das Sprinten hier unten auch reinpacken. Ja. Und ihr müsst den Quickcast, dass ihr nicht unterbrochen werdet beim Zaubern, auch hier hinpacken. Ja? Oder ihr müsst das Weapon-Crafting, ja, auch hier hinpacken, damit ihr dann eine Waffe craften könnt und was ihr dann craften könnt und so, das seht ihr dann hier. Aber das machen wir nicht. Wir fangen jetzt heute den Craften an. Das ist hier wirklich was. Boah. Es war wichtig, ja, muss man sagen. Früher, irgendwann hat man nur noch gecraftet sozusagen. Aber das ist heutzutage zu heftig. Ctrl C war das mit dem Kompass, glaubst du? Steuerung C. Steuerung C. Nee, Steuerung C ist hier unten. Damit macht man das Social-Fenster auf. Es ist auch keine Beschreibung drin, ja. Ihr könnt also jetzt nicht sagen, oder doch, Moment, lasst mal gucken. Interface Elements. Ah ja, genau, hier. Hier, das sind alles so kleine Fenster und ihr seht, das ist alles sehr textuell, ne? Also, was es für Buffs gibt, welche Buffs gerade auf der Gruppe sind, ja, die Gruppenbuffs, die seht ihr dann hier, ja, wenn die dann aktiv sind oder Minigruppe, ja, so kleiner Monitor, wenn ihr eine Gruppe habt, dann seht ihr hier die ganzen Gruppenmitglieder, ja, die War Map, das ist das Wichtige für die, die jetzt noch nicht wissen, was hier für ein Kriegsgebiet ist, das hier ist die War Map, ja, das hier ist das Kriegsgebiet von Hibernia. Ihr seht, alle Burgen und alle Türme sind gerade von Hibernia. Midgard hat auch alles in Blau und Albion hat alles in Rot. Das heißt, im Moment hat keiner irgendwas übernommen von den Gegnern. In der Mitte ist oft Krieg. Ja, das ist so die Mitte von den drei Gebieten. Und hier seht ihr zum Beispiel, dass hier ein grüne, die beiden Docks sind gerade von den Hibernia. Ja, die da können gerade die Grünen hinfahren und die Blauen haben hier ihre Parts. So, und man sieht halt immer, welche Burg ist gerade übernommen und die Burgen haben eigene Türme und dann sieht man, welche Türme sind übernommen von den Burgen und die Burgen haben auch Level, das heißt, die werden immer stärker. Das ist eigentlich wie Elder Scrolls. Elder Scrolls hat hier das Ganze abgeguckt. Ja, also Elder Scrolls Online, wenn ihr da das PvP mögt, ist das hier die Grundlage davon gewesen. Ja, das ist Elder Scrolls Online Version 0 sozusagen. Genau. Und hier gibt es dann, ne, also Uhren, Kompasse. Ihr müsst also wirklich so ein bisschen gucken, dass ihr hier die ganzen Punkte erstmal euch hinlegt, wie ihr das braucht. Die Menübar ist hier unten, ne, da ist mein Gold, mein Exp.
Ja, und dann die Spells, die ich habe, die gucken wir jetzt mal hier nach. Also, das ist hier erst der erste Spell. Ja, und wir können hier sehen, das sind unterschiedliche Spells, die hier andere Arten haben. Ja, hier sieht man zum Beispiel, das ist ein Target-Spell. Ja, der zaubert einfach so. Und dann gibt es natürlich auch noch Spells, die einem Schutz geben. Das ist zum Beispiel hier ein Schutz-Spell. So. Und jetzt habe ich da oben 20 Minuten lang Schutz, meine Armor um 13, ja, erhöht, also meine Rüstung. So, dann gibt es hier wieder einen Spell. Das Gelbe ist das Wichtige, ne? Also ihr müsst nicht immer alles durchlesen, aber das Gelbe ist das Wichtige. 2 Energie Damage, hier 5 Heat Damage, also der hier macht mehr Damage, ne? Dann hier. Aber man muss immer gucken, ob der ein Area-Zauber ist, ne? Wenn das ein Area-Zauber ist. Und die Range muss man gucken, ne? Wie weit kann er zaubern und ist es vielleicht ein Area-Zauber? Ne? Das muss man auch nachlesen. Und hier sieht man dann auch nochmal, okay. Dann haben wir hier noch den Illusion-Zauber. Der macht zum Beispiel auch 5 Feet Damage. Ja, man levelt nachher eine von diesen Wegen. Ja, und dementsprechend hat man dann unterschiedlichste. Genau, Verstärkungen, ja. Also man sagt, ich werde Mastery Mind oder ich werde Illusionsmeister oder so, ne? Man nimmt sich eine von diesen ganzen Wegen hier, von diesen Spezialisierungen und sagt, okay, ich mache Lichtmagie, Mana-Magie oder Mentalismus. So in etwa läuft das nachher. So im Combat ist dann mehr so Sachen, wenn man Krieger ist oder so. Und hier ist der Gruppenbildschirm. Also hier invitet man Leute, hier sucht man nach Gruppe, hier macht man Assists und Stick, sodass man an irgendwelchen Leuten hinterher rennt und so. Das ist alles so ein bisschen Technik. Wie ist das Kampfsystem im PvE? Ja, da fangen wir jetzt mit an. Wir machen natürlich hier das Tutorial, damit ihr auch seht, wie das Ganze läuft. Hier ist übrigens noch Mesmerized. Attack-Action, ja. Das hier ist also die Bremsung von einem Gegner. Ja. Und hier seht ihr jetzt zum Beispiel, zack, mal Gegner. Das ist mal eine Weak. Ja. Weak heißt schwach. Blau ist Standard, so das ist so fast so meine Stärke. Sturdy ist schon ein bisschen stärker, da muss man schon ein bisschen aufpassen. Ja. Die sind nicht ganz einfach zu besiegen. Ja, also hier kann man auch Messmann, dann wird der jetzt eingeschläfert. So, damit er so ein bisschen anliegt, ne? Dann pennt er. Und Hardened ist halt schon richtig hart, ne? Die sind also schon ein, zwei Level höher, die sind zwei, drei Level und mehr höher. Und die schafft man gar nicht. Also solo kann man den hier noch so schaffen. Wenn man gut zaubern kann, gut weit weg ist und extremst gute Werte hat, dann schafft man Orangene. Rote Solo geht eigentlich schon gar nicht mehr und Lilane erst recht nicht. So, grau ist natürlich nichts. So, und jetzt fangen wir einfach mal an. Das wird das Tutorial hier auch ein bisschen spielen. Ja, ihr seht, New User Quest Icon, ne, ist ganz wichtig. Also dieses Journal ist das Wichtigste, ne, um immer zu wissen, wo sind die Quests. Und wenn man Shift und auf diesen Button drückt, dann hat man hier diesen Quest-Knopf auch und kann den sich hier hinlegen. Ja, so kann man das auch mit der Map machen. Man kann die Map sich hier hinlegen. Ja, so kann man das auch mit der Freundesliste machen und so weiter und so fort. Mit der Attack-Funktion, ja, dass man einfach schlägt. So, mit dem Stab. Das tut man aber nicht. Eigentlich macht man immer nur Zauber. Außer man hat Schwerter und so. Ja, aber Zauberer machen das so nicht. Hier sind Zauberer wirklich anders getaktet, sozusagen. Release ist, wenn man tot ist. Pray ist, wenn man seine Exp wiederholen will beim Grabstein. Ja, wenn man tot ist und der Grabstein liegt da, dann muss man zum Grabstein und sein EP wiederholen. Sonst hat man EP verloren. Das wäre blöd. Sollte man also zu seinem Grabstein laufen. Muss man nicht. Man verliert aber viel. Macht Sinn. So, und Keeps sind die Burgen, die, ne, hier seht ihr, das gehören alle Albion. Das, was er eben auf der Map gesehen hat, steht dann auch immer hier in diesem Realm-Status. Ihr seht also auch immer, wenn ihr das hier nachlest, was ist mit den verschiedenen Maps los.
wer hat gerade den Eintritt ins RVR Dungeon. Es gibt auch ein riesiges Dungeon unter der Erde. Darkness Falls heißt das. Und da dürfen wir gerade rein. Hibernia, also mein Reich darf da gerade rein. Die anderen Reiche dürfen da gerade nicht rein. Das heißt, wenn man jetzt ein Troll ist und eine Midgard spielt oder wenn man ein Ritter ist in Albion, dann darf man nicht in dieses Dungeon gerade rein. Ja. Wenn sich der Eingang aber wechselt in der nächsten Zeit, dann hat man ein Problem. Dann kommen nämlich dann auf einmal meine Leute nicht mehr rein und dann die Fremden und dann geht's richtig Rambazamba. Das ist also richtig cool. Ne, ich glaube, Kompass war irgendwie was mit N oder so, soweit ich das noch weiß. Shift N oder so oder Alt N. Irgendwie konnte man den Kompass groß machen. Ne, das war die Namenszeichen. Naja, ich weiß es auch nicht mehr genau. Ist halt echt zu lange her. Damals hat man auch immer im Chat gefragt, ne, wie geht das, wie geht das. Eben war auch noch hier ein anderer Spieler, der war auch gerade hier so im Intro. Darum, wir fangen jetzt einfach mal an. Story brauche ich euch jetzt nicht unbedingt vorzulesen. Ihr seht, die ist Englisch. Früher, wie gesagt, Deutsch. Jetzt muss man schon Englisch können. Keine Sprachausgabe, die erzählen das nicht. Wall of Text. Aber eigentlich ist nur die Summary wichtig hier unten. Da kommt schon wieder ein neuer Spieler. Guckt, das ist ein MMORPG. Alt C ist es. Hast nachgeschaut? Moment. Nee, Alt C geht auch nicht. Shift C. Nee, geht nicht. Ctrl C geht. Alt C. Muss den Kompass, glaube ich, anklicken. Doch, Alt C. Ja. Muss man kurz anklicken oben. Ah, sehr schön. Danke sehr. Morgasu, ich kann wieder benutzen. So, wichtig ist jetzt, speak with Chieftain Kilroy to learn about the various Quests Icons, die du hier sehen wirst. Ja, wir kriegen dafür EP, wir kriegen dafür 34 Kupfer und wir könnten hier unten Basic Reward kriegen, also den man immer kriegt, und den optionalen Reward. So. Und jetzt gibt es halt einmal diese Hauptquest-Icons, das sind diese hier. Dann gibt es Lesson-Quest-Icons, das sind diese, da lernt man einfach ein bisschen was da an diesen. Dann gibt es Classic-Quests, das sind diese hier. Pending heißt, die sind weiß. Und wenn sie fertig sind, sind sie blau. Ja, also so sieht man, ne? Also so ist, die Quest geht los. So ist, man lernt was an der Quest. So ist, die Quest geht, ja, wie immer weiter los. Und so ist sie, wenn sie noch nicht fertig ist. Und so blau ist sie, wenn sie fertig ist. Also einfach, dass er das so ein bisschen weiß. Und das kenne ich jetzt schon. Dann steht hier, okay, du hast es geschafft. Yay, die erste Quest, super. Und finish. Ja, könnte man jetzt auch wieder durchlesen. So, das kannst du schon mal, du bist super. Hier unten sieht man jetzt auch, hier sind die Bubbles voll. Ja, man hat immer gesagt, ich habe wieder ein Bubble voll. Hier unten der Balken ist ein bisschen EP und da oben sind immer so die 10%. Ja, damals, wenn man ein Power-Level gemacht hat, weil Leveln ist ja schon anstrengend. Ui, hallo Ankabius, danke für dein Follow, schön, dass du hier bist. Genau, früher hat man dann gesagt, ich habe ein Bubble wieder fertig. Ja, das war so Standard. Ich war auf dem Server Stonehenge und Hibernia. Ich war... Also einer, der die Dosen und die Stinker geklopft hat. Genau. Und bleib ich. Nein, ich habe auch einen Paladin gehabt, ich habe auch einen Geisterbeschwörer gehabt, aber war lieber in Hibernia. Oh, Lioness Albi. Okay, gut. Wunderbar, was warst du für eine Klasse? So, jetzt seht ihr, nächste Quest beginnt hier. Wieder viel Geschichte. Wir sollen 3 Viecher killen und wir kriegen sofort dann auch mal eine Robe als Belohnung, ja, und ganz viel EP und wieder Kupfer. Ja, jetzt geht es also richtig los hier. Und ihr seht auch so ein bisschen, wo die Quest ist, nämlich da, wo der rote Punkt ist. Ja, also hier oben muss man auch wirklich drauf gucken, auf diese Punkte, und diese Robe gibt es dann. Ja, dann haben wir da also was Schönes. So, diese ganzen Lernquests, ne, sind jetzt so, die kann man mal schnell machen. Weil die geben auch Kupfer. Spreche mit Master Diana und find aus um Delving. So, habe ich darüber gesprochen. Delving brauchen wir jetzt nicht unbedingt zu besprechen. Stick, Follow und Face brauchen wir auch nicht zu besprechen. Das ist, wenn man. Also Stick ist, man klemmt sich an einen, der
bei einem ist dran, Follow ist, man läuft ihm hinterher und Face ist, man dreht sich zu dem hin. Also wenn ich jetzt hier Master Diana nehme und mich dahin face, warte, ich kann das jetzt mal in den Chat hier schreiben, Face, seht ihr, zack, da habe ich mich einfach sofort dahin gedreht. Ja, ne, ist wirklich alt. Ja, ich habe es getan, ist fertig, die Quest. Man muss dann auch hier diese Textzeilen anklicken, ja, wenn man es gedonnen hat. Ja, man kann hier einfach sagen, in den Chat oder so. Doch, man kann auch im Chat schreiben, Don. Aber man kann auch einfach testen. So, und jetzt haben wir das auch gelernt. Dementsprechend kriegen wir jetzt hier so ein bisschen mehr Platz, wo man sieht, das ist jetzt nicht mehr. Dann hier, click on the practice damit to learn about, was die Monster Color ist. Ich habe es euch erklärt. Also im Endeffekt, das hier sind leichte, mittlere, gleiche Gegner, etwas stärker, viel stärker, extrem stark, nicht schaffbar. Ja, so sind die Farben vergeben. So sind auch im Endeffekt jetzt auch die neuesten Item immer in MMORPGs. Ja, auch die haben bei Dark Age of Camelot abgeguckt. Ja, graue Items sind Schrott. Grüne Items sind, naja, blaue Items sind ein bisschen besser und umso höher die Farbe, umso besser das Icon. Ja, in anderen Spielen, hier so wie bei Guild Wars, da tauschen die nochmal blau und grün. Ja, das tauschen die da. Da sind die blauen ein bisschen schlechter als die grünen Items, aber ansonsten die Farben darüber, ja, ist immer die bessere, ist ja klar. So, dann haben wir hier noch Spell Damage. Ja, jetzt geht es also darum, Magic Damage machen. Das machen wir. Und es gibt verschiedene Spell-Sachen und ihr seht, da sind diese Wild Crouches, die sollen wir killen. Ne? Und man muss auch immer gucken, hier unten, neutral. Ja, die greifen nicht von alleine an, diese Viecher. Wenn man da also hingeht, die tun uns dann nicht sofort. Ja, die sind neutral. Es gibt aber auch aggressive und die killen uns dann. Ja, das ist dann ein Problem. So, und wie gesagt, man kann jetzt immer hier im Questlog gucken. Die Hauptgeschichte ist, wir sollen drei von diesen Viechern killen und Spell Damage ist Speak with Obel to learn about the Magic Damage. So, und jetzt kann ich hier auch wieder meinen Magic Damage machen. Einfach nochmal ganz kurz. Das ist mehr so ein Zauber aufhaut. Das hier ist mehr so ein, ja, wie nennt sich das? So ein extra Zauber, der hier ist, damit man nicht unterbrochen wird, also dass man schneller zaubert, ja, dass man nicht von dem Monster unterbrochen wird. Und das hier sind im Moment so die Zauber, die ich habe. Beim Eldritch ist das wichtig, der hat dann so Bolt-Zauber, die sind so richtig stark und die muss er schnell hintereinander casten, damit das Monster nicht schon bei ihm ist und dann ist das Monster eigentlich schon tot. Also der Eldritch hat dann nochmal so besondere Zauber, sie hat halt den, der hier so lange dauert, ne? Das ist halt ein doofer Zauber, weil der ein bisschen was länger braucht. So, jetzt müssen wir noch mal gucken. Understand der Spells. Es gibt Power Spells, es gibt Verstärkung Spells, es gibt Mesmer Spells, es gibt Buffs, Debuffs. Es gibt so viele Spells, das glaubt man gar nicht. Okay. Ja, und jetzt da ist übrigens eine Banshee. Ja, darum habe ich jetzt hier meinen Mentalist gebaut. Das da ist eine Banshee. So eine will ich werden später. Die sehen wir uns gleich auch noch mal ein bisschen genauer an. Daok war und ist das beste PvP-MMO, was es jemals gegeben hat. Das ist, da brauchst du nicht sorry zu sagen, das ist so. Ja, ist wirklich das Beste. So, jetzt gucken wir mal, dass wir die hier schnell weghauen, damit wir davon nicht sterben. Ja, mal gucken. Ja, schön weit wegbleiben. Und ja, Level up. Sehr gut. Und jetzt seht ihr schon, jetzt sind die schwächer. Ja, weil Level up. Neue Farbe, jetzt sind sie blau. Ja, davon sollten wir jetzt kriegen wir die auch schon mit einem Cast kaputt. Ja, und dann, bei dem noch nicht. Okay, haben wir den auch noch hinterher. Okay, der Zauber ist die Quest ist geschafft. Ich soll J drücken und dann steht da Report to Artigan, Northwest of Sea. So, Report to Artigan ist da oben, der blaue. Ja, da sollen wir hin. Also irgendwo da hinten. Wir haben aber da unten noch ein paar gelbe Quests. Die gucken wir uns auch noch schnell an. Und jetzt ist es so, diese Zauber sind alle grau. Ja, die haben einen grauen Rand. Und umso höher die Zauber sind, umso höher ist denn ihre Farbe. Und ich habe ja jetzt gerade ein Level abgehabt. Und jetzt kann ich gucken. Guckt, aha.
Da ist jetzt schon ein Zauber auf Stufe 2, ja, weil ich Level Up hatte. Oder hier, dieser Gleam Ray, den ich hier nutze. Ja, den hier, den muss ich jetzt ersetzen. Ja. Ich habe den jetzt schon in stärkerer Version. Der macht jetzt schon 9 Damage. Hat jetzt auch noch Grau als Farbe, aber trotzdem ist der schon der stärkere. Das ist schon der Level 2er davon. Und dann hier seht ihr auch Lesser Power Ward, ja, für Armor. Und hier haben wir einen anderen, der sieht fast gleich aus, aber der ist ein Damage Shield. Ja. Also wenn einer auf mich drauf haut, kriegt der Damage selbst zurück, der Gegner. Ja. Also ein Damage Shield, und das kann man sich auch casten auf sich drauf. Man muss sich selbst markieren und dann... Ja. Ja, jetzt habe ich einmal das Damage Shield, wenn mich einer schlägt, und das normale Shield für meine Rüstung. Also man muss wirklich die Spells dann auch so ein bisschen lesen. Ne? So, und hier kommt kein neuer, weil ich hier noch nicht drin geskillt habe. Ja? Hier müsste ich jetzt sagen, ich nehme Illusionszauber, Mind Mastery, ja, also das ist dann hier dieses, da hier muss ich jetzt irgendwo rein spezialisieren. Okay. So, wir sprechen mal mit dem Healer. Ja, wie geht das mit Tod, Resurrection und Healing? Habe ich euch eben schon erklärt. Ja, wenn man tot ist, dann kann sein, wird man dahin versetzt, wo man gebunden ist. Man geht zum Heiler, kriegt dann seine Ausdauer wieder. Man geht zum, zum Totenstein, zum Friedhof, nee, zu seinem Grabstein und holt seine EP wieder. Und genau. Also mehr brauche ich da nicht viel zu erzählen. Geheilt werden so richtig kann man von anderen Spielern, oder man muss halt warten. Ja? Wenn man Damage hier unten gekriegt hat oder hier oben, ja, da muss man sich hinsetzen und abwarten, bis man wieder fit ist. Oder man hat einen Baden dabei oder einen Heiler, Druiden, was auch immer. So, gelbes Ausdauer, grünes Mana, Dings ist, ne? Ich habe wieder ein Bubble fürs nächste Level, ja, bald Level 3 und so weiter. So, dann sollen wir jetzt hier einen Rekruten-Cloak, ja, wie geht Handeln? Und hier seht ihr, den kriegen wir umsonst, diesen Cloak, bei, so. Und nun kann ich den hier rüberziehen, so, zack, und jetzt habe ich schon meinen ersten wunderschönen Cloak. Auch hier seht ihr nicht, was damit los ist. Ihr müsst auf Info drücken, damit ihr seht, ihr kriegt dadurch eine Konstitution und einen Schnitt-Damage. Ja, also das ist der Wert, der auf diesem Item drauf ist. So, also haben wir jetzt schon mal einen schicken Cloak. Okay, was haben wir noch? Da vorne ist noch eine gelbe Quest. Mann, 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 so viele Quests. Ja, das ist absolut, das mit den Spells, ja, das ist, es ist slow. Kundi, das ist erstmal slow, ja, weil man sich überall erstmal reindenkt. Aber, ja, man muss sich ja irgendwie reindenken, ja, das ist halt echt der Punkt, ja, von alleine kommt es halt nicht. Und hier sind dann die verschiedenen Trainer, da ist der Druidentrainer, Bardentrainer, Warden, Valkyre, ja, hier Animist, der kann so Pilze setzen. Und, oh, das waren die ganz schlimmen meistens. Nightshade. Und jetzt gucken wir mal, hier haben wir meinen Mentalisten drin. Ja, das ist... Ups, Moment. So. Das ist ein Banshee. Ja, der will ich werden, wenn ich groß bin. Ja, das ist so. Sie kann mir über spektrale Kräfte, Fantasie, Walls und so weiter reden. Aber wir brauchen jetzt nicht von jeder Klasse alle Zauber durchzulesen und was die alles können, aber die ist eigentlich das, was ich werden will. Das hier ist die Vorklasse und dann kommt nachher noch die Nachklasse sozusagen. Und genau, jetzt sehe ich, was es für Zauber gibt. Ne? Wenn ich hier jetzt also Skille auf Rang 2 Licht bringe, das mir nichts, auf Mana auch nicht, aber hier bei Mentalismus kriege ich schon den ersten Spell auf dem nächsten Level und der ist ein Heilspell. Ja? The target regains 28 Hitpoints. Ja, dementsprechend, wenn ich jetzt hier in Mentalismus skille, dann kriege ich da ein Heilspell. So, zack, habe ich jetzt gemacht. Und dementsprechend kann ich jetzt hier unten mich selber heilen. Ja, ist ein ganz schlechter Heal. Ja, ist halt ein Zauberer hier, kein... Nicht von einem Heiler, sondern von einem Zauberer ein Heal, also nicht gut.
Ja, hier ist auch wirklich Nostalgie. Das ist 2001, da war ich halt 22 Jahre jünger und ne, da habe ich das Spiel halt echt geliebt. So, und hier steht jetzt auch Mentalismus, was willst du werden, wenn du Mond werden willst, da hast du Dots, also über Time. Und wenn du Sonnen werden willst, hast du Damage. Nicht über Time, sondern sofort. Und du kannst Sachen übernehmen. Also das sind alles unterschiedliche Spells, die man da hat. Man muss sich schon mit den Klassen beschäftigen, die man irgendwann sein will. Und genau, dann gibt es nachher noch auch Reichsfähigkeiten. Ja, wenn man im Reich ist und Reichspunkte macht und im Reich Reichsrang hochsteigt, kann man auch hier noch ganz viele Sachen lernen. Also das sind alles die Reichsfähigkeiten, wenn man PvP macht. Also auch das relativ viel Arbeit dann sozusagen. Ja, man muss immer auch nachskillen seine Buffs. So, und jetzt habe ich ja eine Quest gekriegt, Journal, und da stand drin: Sprich mit deinem Trainer über deine Spezialisierung. Habe ich das nicht gerade? Moment. Don. Genau. Ich muss immer sagen, ist erledigt. Und jetzt kriege ich schon einen neuen Stab. Yippie. Und das neueste Level. Ja, jetzt kann ich also wieder rumskillen. Das heißt, jetzt kann ich auch mal in Lichtmagie gehen, weil ich will natürlich irgendwann mal Damage machen und dann sind Lichtzauber ganz gut. Obwohl, ich möchte, glaube ich, lieber Mana-Zauber. Warte, lass mal gucken. Man kann so ein bisschen vorgucken, was Mana-Zauber dann so machen. Und dementsprechend kann man dann gucken, okay, möchte ich diese Zauber oder möchte ich die jetzt hier vom Damage-Pfad haben. Und da seht ihr auch die Farben. Umso höher ihr die Zauber geskillt habt, umso stärker sind die Farben mit den Item-Leveln eigentlich zu erkennen, das Ganze. 2001 war ich 3 Jahre alt. Oh, du bist 25, Kavius. Krass. Und ja, genau, da ist so schön, dass du einen PC anlässt. Ja, ich bin knapp vor 50. Also von daher, ich war da so um die 25, als ich das Spiel gespielt habe. So, und jetzt kriegen wir hier die nächste Quest von ihm. Wir nehmen den Mana-Weg. Erstmal kriegen wir erstmal keinen neuen Zauber, weil uns fehlt noch ein Skillpunkt. So, und jetzt haben wir aber hier wieder beim Mentalismus und bei den Grundlagen haben wir wieder einen neuen, ne? Jetzt haben wir Level 3. So, wieder ist dieser Zauber stärker geworden. Und hier haben wir auch jetzt einen stärkeren von diesem. Also jetzt ist es kein Lesser Power Ward mehr, jetzt ist es der richtige Power Ward. Ja, also dementsprechend ist mein Schild jetzt stärker. So, weiter geht's. Ja, wir haben ja jetzt so ein bisschen gesehen, wie das funktioniert hier mit den Zaubern. Und jetzt können wir uns auch noch ein bisschen das hier umgucken. So, da haben wir 3 Kills gemacht und kriegen jetzt die Robe als Belohnung. Danach gibt es Schuhe. Und dafür sollen wir nach Nordosten gehen und Grauwölfe töten. Okay, da kriegen wir hin. Das denke ich mir mal. Ist jetzt nicht so schwer. Wir gucken ins Inventory, nehmen die Robe, ziehen sie an. Nehmen den Stab und ziehen ihn an. Ja, hier der war jetzt schon blau, also schlechter. Ne? DPS der 1,8, der 1,5. Ja, und dementsprechend haben wir jetzt hier einen gelben Stab. Der sieht auch schon besser aus. Der hat schon so einen, ne, Edelstein hier oben drauf. Der andere war so billiger Holzstab. Ja, und wir haben eine Robe an. Ohne Robe sah sie so aus. Die Roben sehen natürlich nachher auch besser aus, wenn die größer sind. Man kann die färben, ja, auch das ging schon in so einem alten Spiel. Auch färben war schon möglich. Das ist also auch was in dem Uraltspiel schon ging. Und hier haben wir jetzt so einen Barden, ja, der ja eigentlich den Leuten hilft und der zeigt schon, dass man schneller laufen kann. Ja, also wenn wir viel laufen möchten, dann gibt er uns hier so einen Schnelligkeitszauber und dementsprechend, jo, sind wir auch schon schneller unterwegs. Ihr seht es hier. Ja, funktioniert gut. So, jetzt sollen wir hier mit jemandem reden. Nämlich mit Captain Viteri. Nein, weiß ich jetzt nicht. Müssen wir gucken. Was sollen wir machen? Switch to the Overview Map. Moment, Overview Map. Da ist sie.
Also und dann Kill Black Fan Wolfes. Ja, okay, klar. Die sind da oben in der Ecke, also müssen wir jetzt so ein bisschen nach Nordosten in die Richtung da. Wir sehen so ein bisschen, wo wir hin müssen. Ne? Da ein bisschen hin. So, die sind schon aus der Map raus sozusagen, aber irgendwo hier laufen die rum. Ne? Einfach, dass ihr euch so ein bisschen an der Map orientiert. Ist auch wie gesagt nur das Tutorial-Gebiet. Oh, die sind schon gelb, orange sogar. Die sind schon sehr schwer, muss ich sagen. Gibt es auch einen gelben? Eieiei. Das wird aber interessant. Ich versuche mal den da. Ja, unten seht ihr hier. Da seht ihr das Leben und da seht ihr das Leben. Ich versuche jetzt einfach, dass es mal klappt. Ich kann es euch nicht versprechen. Ich glaube, ich hätte doch besser noch ein Level gekriegt. Aber in dem Range geht es, glaube ich, noch. Da ist nicht ganz so schlimm. Zu far away. So, jetzt geht's. Komm, komm, komm. Nein, der hat mich getroffen. Habt ihr gesehen, da war einer, der hat mich getroffen. Und jetzt muss ich den Quick-Cast machen, damit ich den nächsten Cast noch durchkriege. Ah, der will nicht. Und das ist jetzt das Problem, ne? Das ist jetzt wirklich ohne Witz. Ihr seht es, ja, der ist jetzt stärker. Ja, das ist jetzt so, ich krieg den jetzt erstmal so nicht platt. Ja, das ist also wirklich kein Lost Ark, wo man einfach reingeht und ein Monster killt. Sondern ich muss jetzt auch das Level haben, dass die mindestens gelb sind. Sonst sind die zu schwer. Sonst kriege ich die nicht platt. Ja, ich müsste jetzt also theoretisch noch mehr von dem Blau. Oh nein, nein, nein. Stimmt, die kommen ja auch einfach wieder, obwohl sie auch nicht zurückgelaufen sind. Und ich treffe. Also was hier hilft, ist, dass man den mesmerized. Ja, das war. Aber das schaffe ich auch nicht. Komm ich jetzt hin. Kaste mal durch. Komm, kaste durch. Nein, er kastet nicht durch. Noch bin ich nicht tot, ja. Ich habe noch. Ich kaste jetzt mal den Mesmerize durch. Und da hat auch wieder nicht gesessen, weil sie gelb sind. Weil sie orange sind. Ja, also ihr seht, hier steht das hier unten, deine Target ist resisted. Ja, also auch da das Problem, ja, wenn die resisten, dann war's das. Ja, ist da Spaß vorbei, dann kommst du auch nicht, dann hast du zwar gezaubert, aber der Zauber hat nicht getroffen, ja, und das ist auch noch im High-Level-Gebiet, ja, das ist jetzt also nicht eine Besonderheit, ich hab keine Dings mehr, ich kann nicht mehr laufen, eieiei. Der Wolf läuft mir jetzt hier die ganze Zeit, bis der mich platt hat. Ja, schön. Ja, also ihr merkt, das ist kein, ich schau mal schnell in die Augen, ich gehe mal schnell durch das Spiel durch, sondern hier hat man wirklich das Problem. Man muss ein bisschen gucken, wie es geht. Ach, gelb ist hier übrigens Mana und grün ist Ausdauer. Das war der Unterschied, ja genau. Das war früher, ja genau, das war das Verwirrende. In den nächsten Spielen, die kamen, war dann auf einmal blau Mana oder grün war Mana und hier ist es noch gelb. Also grün ist hier Ausdauer. Ja? Ich muss hier also weglaufen und habe keine Ausdauer mehr. Der Wolf kommt mir die ganze Zeit hinterher. Wo sind denn Wachen? Kann doch nicht wahr sein. Ja, das ist hier blöd in dem Spiel, weil ich bin kein Nahkämpfer. Ohne Nahkämpfer. Die könnt jetzt auch mal helfen, ne? Ist eigentlich auch so, dass es ein echter Spieler, ja, und hilft jetzt auch, ja. Jetzt werdet ihr auch sehen, jetzt läuft das. Da kommt jetzt auch mal die Wache. Super. Jetzt hat sich dann auch Danke sehr, ne? Kann man jetzt auch reinschreiben. Thanks. So. Steht jetzt hier unten, ne? Sieht man dann auch nur unten im Chat. Kann man aber färben, den Chat, ja, was der für eine Farbe hat, das geht auch. Und jetzt machen wir erstmal noch ein Level hier, in dem wir schnell mal die Monster hier killen, dann kriege ich auch die gelben platt. Das ist halt blöd. Ihr seht jetzt aber hier unten, wie schnell das geht. Ja, also wir sind jetzt bei 7 Bubbles. Und jetzt die Grünen, die resisten dann auch nicht, ja, die haut man dann einfach auch um. Ihr seht das, ne, wenn sie dann schwächer sind, sind sie wirklich Pipifax, die Monster. Dann ist es kein Problem, dann haue ich die auch um. Die lassen natürlich auch Loot fallen irgendwann. Jetzt vielleicht nicht im Intro-Gebiet. Aber später lassen die auch
Klamotten fallen und Geld und alles Mögliche. So, hier unten seht ihr das, ne? Ist fast voll. Also hier muss man wirklich gucken. Das muss auch. Oh Mann, da nimmt die ganze Zeit das Practice Dummy. Das Visier, so. Die Grünen sind halt nicht. Oh, noch einen, dann dürfen wir es haben. Dann sind wir auch so hoch, dass es dann gelbe sind und dann resisten die auch nicht mehr so, die Wölfe. Wisst ihr, dann ja, noch einen müssen wir. Jetzt sind die Wölfe dran. Jetzt ist mir alles egal. So, dann haben wir hier noch gekriegt einen Empowering Alex hier. Ja, das ist jetzt ein 3 Charges. Ja, die, da Magic Ability, 3 Charges. Dann kann man dreimal benutzen. Was ist genau empowered, ist das hier. Ja, den Spell nimmt man jetzt hier rein. Dreimal kann man den zaubern. Wir gucken dann mal, was der da oben macht. Ja, das stand jetzt nicht dabei. So, jetzt müsste der gelb sein. Ja, jetzt ist der Grauwolf gelb. Der Grauwolf ist gelb. So. Die sind auch nicht aggressiv. Also reinlaufen kann ich, dann tun die mir nichts. Ja, aber ich darf halt nicht zu nah dran stehen. Darum nehme ich mir den da ganz hinten. Ach so, und guck jetzt natürlich wieder Level 3 Zauber. Ja, ich habe ja jetzt auch wieder stärkere Zauber, nämlich hier. The target regains. Ah ja, das ist auch ein Heilzauber für mich. Ja, unwichtig. Hier kein neuer Damage-Zauber gekriegt, aber hier nochmal eine größere Aura, Schadensaura. Ja, also die habe ich bekommen. Kann ich unter Wasser atmen? Gerade habe ich einen Zauber bekommen. Unterwasseratmung für ein paar Stunden. So. Okay. Und hier müsste ich jetzt erstmal wieder leveln gehen, damit ich auch einen von den richtigen Skillzaubern kriege. Aber das müsste reichen jetzt. Also jetzt müsste der auch sterben da vorne. Das ist noch ein Quickcast und dann muss es eigentlich gehen. Achso, und jetzt hauen, ne? Also solange der jetzt. Ich kann jetzt auch draufhauen. So. Da unten seht ihr ja, das macht auch ein bisschen Damage jetzt. Ja. Ne, dann funktioniert das schon jetzt an. Und gibt auch wieder EP. Ne? War jetzt fast ein ganzes Bubble. Jetzt müssen wir da oben gucken. Und den nächsten bitte. Und die länger zaubern, diese hier, ne? Der dauert ja länger. Den sollte man natürlich als letzter nehmen. Ist ja klar, ne? So, jetzt wieder immer gucken, welcher macht den meisten Damage. Und dann. Diesen hier, diesen Attack-Zauber nehmen, ja, also das ist halt schon so ein Schutzzauber, damit man dann auch draufhauen kann, wenn man keinen Damage macht. Aber das ist halt viel weniger Damage als ein Schwertkämpfer macht oder einer mit einer Keule oder mit einem Zweihandschwert oder so, ja, das ist fast gar kein Damage. Aber ihr seht, es reicht, ne? Weil ich habe ja auch das Damage-Schild, das macht ja dann auch ein bisschen Damage auf den Wolf. Und jetzt sind wir schon bei anderthalb Bubbles wieder. So läuft das Spiel jetzt erstmal. So. Zack. So, der dritte wäre besser durchgegangen. Dann hätten wir da jetzt auch keine Probleme mehr. Der macht 13 Damage, der macht nur 5. Dann benutze ich den da hinten gar nicht. Weil das ist kein Geskillter. So, und das war's. Es ist geschafft. Das war ein bisschen schwierige Arbeit am Anfang. Aber gut. Hier ist übrigens Named, ja. Das ist dann Blackfang. Das ist dann auch mal Named Mob. Ja, brauchen wir jetzt nicht. War, glaube ich, nicht in der Quest gefragt, oder? War der auch in der Quest gefragt? Muss man mal gucken. Journal. Blackfang. Wolfmutant. Doch. Okay, dann müssen wir auch Blackfang killen. Ist ja eigentlich klar. Was haben wir hier? Blur Mammy clears the monster's mind to forgot it was attacking. Negates any spell being cast any glare, but does not interrupt. Ah ja, das ist, damit er dann nicht mehr weiter zaubert. Und hallo an Dritzt76. Schön, dass du da bist. Bestes Spiel, sagt Dritzt. Ja, ist es, ne? Also, Dark Age of Camelot war damals und ist heute noch immer eins der besten Games. Sehe ich genauso.
weil bestes PvP-Spiel, bestes Reichsspiel, beste verschiedene Musik, so diese atmosphärische Musik von Albion oder von Hibernia ist halt einfach cool. So, ja, dann versuchen wir jetzt mal Black Fang zu killen. Ne? Ist aber nicht so schwer mit dem Stab, dann einfach immer den hier zuerst zu casten, weil der länger kommt. So. Muss man sich dann anders draufpacken. So. Auch tot. Ihr seht, die Zauber sind noch nicht so der Hammer. Jetzt steht auch da, okay, geschafft. Report zum Captain. Und wir sehen ja auch, wo es blau leuchtet. Ja, ich muss jetzt einfach mal diesen Skill hier woanders hinpacken, weil der ist nicht so gut an diesem Platz. Ja, dann gehen wir auch mal hin und packen diesen. So. Hier. Das ist halt ein Every 2,5 Sekunden Damage Spell. Ja, ein Damage over Time Spell. Den tut man natürlich als erstes drauf, damit das Vieh dann die ganze Zeit über Damage kriegt. Ja. Dann hat man den Damage Schild und dann macht man erst Damage. So in etwa. Ne? Also man muss schon eigentlich überlegen, was man macht. Ja? Da ist schon von Anfang an sonst schwierig, die Viecher zu killen. Spielt's auch seit 15 Jahren, seit 2 Wochen wieder. Ah ja, okay, ich bin auf Evane 7, spielt's auf den offiziellen Servern. Heute ist Bremer Event für 50er, ganzes Wochenende. Da soll der RP viel Bonus sein. Ah ja, okay. Gute Ream Points, ja, die sind wichtig. So, da kriegen wir jetzt auch endlich mal neue, zack, neue Schuhe. Und jetzt sind wir auch schon Level 5. Jetzt geht's um die Hose. Und wir sollen die Albis aufhalten, die hier jetzt angreifen. Jetzt greifen schon die Feinde an. Da hinten die Burg Albion greift an. Immer diese fiesen Dosen, so nenne ich die halt jetzt. Weil, ja, Albis sind Dosen für mich. Und ja, jetzt haben wir aber auf Level 5 wieder eine. Ja, jetzt haben wir den gleichen Damage-Zauber over time, nur höher. Ja, jetzt ist das hier der stärkere. Ne, hat nicht geklappt. Moment. Jetzt muss es geklappt haben. Ja. Das ist jetzt der Level 5 Zauber. Nachher, wenn die neue Farben haben, sieht man das schneller. Dann haben wir hier jetzt mal wieder einen Stun-Zauber. Ja, kein Mesmerize, sondern Stun. Ja, ist auch mal was anderes. Ja, Mesmerize ist, dann machen sie gar keine Action. Und Stun können sie auch keine Actions. Aber Mesmerize hält länger, soweit ich das weiß. Boah, das ist lange her. Wie war das dann nochmal? Das ist echt sehr lange her. So, und dann haben wir wieder noch eine stärkere Power-Barriere. Ja, also auch hier jetzt nochmal eine Verstärkung von diesem Schildzauber. Ja, wird immer stärker. Kriegen wir immer weniger Probleme. Und jetzt machen wir natürlich auch ein bisschen Training hier. Von dem Zack, Zack. Mana-Zauber, dann seht ihr hier auch wieder ein entweder Heilzauber oder wir machen es, ups, das war zu viel, oder wir machen es hier jetzt, dass wir jetzt einen Area-Effekt-Zauber uns holen. Ja, jetzt können wir also sagen, okay, komm, ich möchte jetzt mal einen Area-Effekt-Zauber und dementsprechend wird jetzt demnächst auch mehr Area-Schaden gemacht. Ja, hiermit. Ja, dann kann ich auch eine Gruppe von Gegnern auf einmal treffen. Kann ich euch kurz mal hier an diesen Viechern da vorne erklären. Ja. Ihr seht, das ist alles wie früher, ne? Nostalgie wirklich pur, ja. Und dann so, wieder sind zwei auf einmal umgefallen. Man sieht nicht viele Effekte, weil die sind halt sofort tot. Ja, die machen dann nur Bumm und dann sind die weg. So, also funktioniert auch. Genau, wieder ein neuer Zauber und wieder verstärkt das Ganze. So, wie man Benji wird, das weiß ich noch nicht genau. Das passiert erst in der Hauptstadt. Ja, das ist jetzt noch nicht. Dafür sind wir noch zu low, dass man sich seine Klasse auch aussucht. So, und dann haben wir hier jetzt das nächste
Thema. Wir sollen hier mit dem reden. Da gibt es also Elixiere, die verstärken einen. Das ist diese Quest. Dann gibt es hier den Schmied. Ja, der repariert natürlich unsere Sachen. Wenn irgendwas kaputt ist, muss man dann hier reparieren gehen. Auch das ist natürlich im Spiel verfügbar. Ja, also man kann auch Ladungen auf Items draufpacken. Items muss man auch immer gucken, ob die eine gewisse Qualität haben. Im Endgame will man auch gute Qualität haben. Und jetzt versuchen wir die hier mal aufzuheben. So. Und was war da drin? Eine Maus. Oh mein Gott. Die hat nur Kondition 75. Ja, also noch nicht ganz repariert. Und die sollen wir ihr jetzt geben, damit sie die komplett repariert. Wir ziehen mal die Schuhe an jetzt auch, die wir gekriegt haben. Dann haben wir eben noch Armschutz gekriegt. Also ihr seht, da kommen auch einfach mal ein paar Sachen und die soll repariert werden. Hier ist es repariert und damit ist die Quest auch fertig. Ne? Also so läuft dann reparieren, Sachen an die NPCs geben, an den so ein Battleground. Ja, das sind kleine PvP-Gebiete. Ja, da kann man dann auch Krieg machen und dann, die sind auch vom Level her abhängig. Ja, ob man Level 4 ist, 5, 6 und so weiter. Wir sind ja jetzt Level 5. Wir würden also in den Lion's Den gehen. Ja, dann sind da 9er, da hat man keine Chance so in etwa. Aber ihr seht, ja, die Battlegrounds haben unterschiedliche Level-Range und man. Früher waren viele in Tindraki immer so, Level 20er bis 24er Range und so. Molvik war oft. Ja, das war so. Das sind die Battlegrounds, die dann klein sind. Das ist dann kein großes Reichsgebiet oder sowas. Das ist auch ganz nett, aber das brauchen wir nicht.